man sich die aktuellen Zahlen anschaut, dann ist tatsächlich die am häufigsten betroffene Altersgruppe die der 30- bis 59-Jährigen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist tatsächlich, dass Patienten mit Vorerkrankungen, mit sogenannten Komorbiditäten doch ein deutlich erhöhtes Risiko haben. Man weiß um das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um den Bluthochdruck, um den Diabetes mellitus, um die Adipositas, aber natürlich auch mit vorbestehenden Lungenerkrankungen wie die COPD, den Patienten mit dem Asthma bronchiale. Also insofern ist das die Patientengruppe, die dann in der Summe, was den Schweregrad der Erkrankung angeht und was möglicherweise tödliche Verläufe angeht, die am meisten gefährdete Gruppe. Wieso spielt eigentlich Diabetes da eine besondere Rolle bei den Komorbiditäten? Das ist gar nicht so einfach zu bewerten, wenn man jetzt sich an die Pathophysiologie oder den Diabetes, Entschuldigung, an die Pathophysiologie der Erkrankung der Covid-19-Infektion oder Pneumonie denkt. Aber man weiß einfach, dass Patienten, die am Diabetes mellitus leiden, an einer gewissen Form der Immunsuppression leiden. Und wie ist es mit Patienten, die an Immunkrankheiten, an Morbus Crohn oder sowas leiden? Die hatte ich vorher nun nicht explizit erwähnt, aber die gehören natürlich genauso genannt. Das ist ähnlich oder in Analogie zum Diabetes mellitus die Erkrankung per se, die mit einer Alteration des Immunsystems eingeht und vor allem natürlich Medikamente, die diese Patienten erhalten, um diese Form der Krankheit zu kontrollieren, die in der Regel allesamt die Leistungsfähigkeit vom Immunsystem herabsetzen. Indem man Cortison nehmen muss, das ist wohl auch nicht sehr günstig. Das wäre ein typisches Beispiel für solche Patienten. Cortison macht bekanntermaßen eine Reduktion der Leistungsfähigkeit des Immunsystems, nimmt damit auch unmittelbar Einfluss auf Krankheitsverläufe. Ja, was sollen Schlafapnoe-Patienten jetzt besonders beachten in dieser fatalen Zeit? Also ich denke, für Schlafapnoe-Patienten gilt wie für alle Patienten oder wie für alle Mitbürger generell das sogenannte auf Neudeutsch Social Distancing Verhalten. Das heißt einfach Vorsicht in der Zahl und in der Kontakte mit anderen Menschen, vor allem die Krankheitssymptome haben könnten. Also soziale Distanz ist das eine Stichwort. Das Tragen von Masken, denke ich, in der Bevölkerung allgemein macht Sinn. Das soll ja vor allem die Gefährdeten schützen, indem einfach der potenziell Erkrankte eben den anderen nicht anstecken kann. Kontakt im Augenblick muss man das immer noch empfehlen, Kontakt mit den Enkelkindern vermeiden und in der Öffentlichkeit einfach das Thema, wie jetzt schon erwähnt, einfach Abstand halten. Empfiehlt es sich, das CPAP-Gerät öfters und sorgfältiger zu reinigen? Also denke ich, das ist eine generelle Empfehlung, die man halt in diesen Zeiten irgendwie besonders sich ins Gedächtnis rufen sollte und einfach nochmal grundsätzlich in der gebotenen Form durchführen sollte. Also einfach wirklich die zuverlässige Reinigung, die Trocknung, dass keine feuchten Kammern entstehen, das gilt dann in besonderem Maße. Aber jetzt nicht in einer anderen Form, wie das generell von den Firmen oder von den Anwendern oder von den Schlaflaboren empfohlen wird. Ich habe da eine Studie gelesen, es gibt ja furchtbar viele Studien, dass durch die CPAP-Therapie vermehrt Aerosole, also Tröpfchen in der Luft entstehen, die auch eine Gefahr für den Bettnachbarn darstellen könnten, wenn der Patient infiziert ist. Ja, Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an. Also, man geht ja grundsätzlich davon aus, dass es eine Tröpfcheninfektion ist. Tröpfcheninfektion bedeutet, das ist einfach die Partikelgröße dieser Tröpfchen. Das sind in der Regel mehr als 5 Mikrometer. Und wenn man sich jetzt einen hustenden oder niesenden Mensch vorstellt, dann können die Partikel so etwa 1,5 Meter, 1,5 Meter, vielleicht bis 2 Meter zurücklegen, bevor sie aufgrund von der Schwerkraft zu Boden sinken. Das wäre die ganz typische Erkrankung, wäre die Influenza.
Und dann gibt es quasi die anderen Erkrankungen, die über das Aerosol, also so schwebende Partikel in der Luft übertragen werden. Da wäre ein ganz klassisches Beispiel die Tuberkulose. Das sind dann in der Regel Partikel kleiner als 5 Mikrometer. Was es jetzt gibt, es gibt jetzt dokumentierte Fälle oder Situationen, dass dieses Coronavirus beides machen kann. Ja? Sowohl als Tröpfcheninfektion, auch als Aerosol. Und das Aerosol kommt natürlich besonders dort zum Tragen, wenn es jetzt an das Krankenhaus denkt, wo Aerosole entstehen können. Das ist zum Beispiel, wenn man an unsere Untersuchungen denkt, in der Pneumologie, die Bronchoskopie. Ja, das wäre der Punkt, wenn der Anästhesist die Beatmung einleitet, den Patient intubieren muss. Das ist aber natürlich auch bei der Beatmung der Fall oder wenn man Patienten absaugt. Und wenn man an die Beatmung denkt, dann ist es natürlich die offene Beatmung, ja, die nicht-invasive Beatmung. Und das ist dann der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, wo man dann die Brücke schlagen kann zur CPAP-Therapie. Da kann man sich natürlich schon denken, da das ja kein festgeschlossenes System ist, die Systeme haben Ausatemventile, ja, in der Regel, dass da auch eine gewisse Aerosolbildung stattfinden kann. Also insofern wäre ein Bettnachbar eines infizierten Patienten, der ein CPAP-Gerät benutzt, schon potenziell über so ein Aerosol infizierbar. Überleben die Covid-19-Viren auch auf Oberflächen? Metall, Plastik, Pakete? Also es gibt schon Dokumentationen, dass diese Covid-19-Viren an nicht belebten Oberflächen, so wäre ja der Begriff, überleben können. Nicht typischerweise, also nicht wie man das von anderen Infektionskrankheiten kennt. Sie bleiben ja aber auch bei Sekret, also wenn man jetzt an Nasensekret oder Mundsekret denkt, an der Hautoberfläche haften. Daraus resultiert ja die allgemeine Empfehlung zur Händehygiene, zum Händewaschen. Und das gilt natürlich für die Oberflächen in Kliniken, in Arztpraxen natürlich besonders. Aber dort weiß man, dass eine normale Desinfektion der Oberfläche vollkommen ausreichend ist. Also wir kriegen sehr viel Amazon-Pakete, wenn wir da Bücher bestellen, jeden Tag. Sollte man eigentlich diese Pakete desinfizieren? Nein. Also man nimmt das Paket in Empfang. Man packt es aus, man entsorgt den und man benutzt dann den gesunden Menschenverstand und wäscht sich gründlich mit Seife die Hände. Was halten Sie vom Tragen von Handschuhen, außer in Kliniken jetzt im privaten Bereich? Also da gibt's auch, da kann man auch gewisse Analogschlüsse ziehen aus dem Gebrauch von Handschuhen und im medizinischen Bereich, in Praxis und Klinik. Handschuhe haben den Sinn, dass sich der Träger vor infektiösen oder potenziell infektiösen Sekreten schützt. Ja. Und wenn man dann die Handschuhe entfernt, dann muss man die Hände desinfizieren. Das Entscheidende ist halt tatsächlich die Händedesinfektion und nicht das Tragen von Handschuhen. Wenn ich jetzt als Corona-Patient in die Klinik muss, soll ich mein CPAP-Gerät überhaupt mitnehmen? Ja, unbedingt. Unbedingt. Also das würde ich jedem Patienten raten, das dringend in die Klinik mitzunehmen. Und dann muss man vor Ort entscheiden, wie man das handhabt. Aber mitnehmen auf jeden Fall. Thema Atemluftbefeuchter. Zu Hause, wenn es kalt ist, ist es manchmal vielleicht sinnvoll. Aber sind es nicht auch Viren- und Bakterienschleudern? Sollte man jetzt sowas in Corona-Zeiten verzichten? Also wenn man im Alltag einen korrekten Umgang mit den Luftbefeuchtern macht, dann muss man darauf nicht verzichten. Das Entscheidende ist einfach halt, dass die regelmäßig gereinigt werden und dass sich dadurch durch die regelmäßige Reinigung eben keine Bakterienfilme oder Pilze dann bilden. Das ist der entscheidende Punkt, der Umgang, der richtige Umgang. Herr Dr. Reinicke, was sind eigentlich die Symptome? Gibt es ja eine ganze Palette, die auf eine Infektion hinweisen können? Also das typische Symptom wäre eigentlich Husten und Fieber. Und dann gibt es noch Symptome,
die halt auf Infekte der oberen Luftwege hindeuten. Es können die Halsschmerzen sein, Schnupfen wäre nicht typisch. Und dann kommt eben noch diese Besonderheit mit diesen Geruchs- und Geschmacksempfindungsstörungen hinzu. Das heißt, man sollte möglichst rasch behandeln, aber wie merkt man denn, dass es ja so eine Infektion ist? Also man kann die Diagnose letztendlich nur durch, nach meiner Einschätzung, nur durch zwei Untersuchungen stellen. Das eine ist den Abstrich, den man einfach aus dem Nasen- und Rachenraum macht und über diesen Abstrich eben mittels dieser PCR die Virusbestandteile sucht. Und den Abstrich muss man korrekt durchführen, also tatsächlich Rachen und Nase, beides muss gemacht werden. Es kann ein Abstrichhörchen sein, aber beides muss gemacht werden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dann wenn man Fieber und Husten hat, man muss eine Computertomographie der Lunge durchführen. Und wir haben Befundkonstellationen, dass der Patient mit den typischen Symptomen kommt, der Abstrich ist positiv und die Computertomographie ist negativ. Dass der Patient kommt mit den typischen Symptomen, der Abstrich ist positiv, die Computertomographie zeigt das typische Bild, oder halt in Abhängigkeit von der Krankheitsdauer und vom Krankheitsverlauf, dass vielleicht der Abstrich, Nasenrachenabstrich schon negativ geworden ist, das Virus nicht mehr nachgewiesen werden kann, aber so ein eindeutiges Bild in der Computertomographie der Lunge sich zeigt, dass man auch von einer Covid-19-Pneumonie dann ausgehen kann. Erstaunlich ist, dass ja die Influenza in manchen Jahren auch so 20.000, 30.000 Todesopfer in Deutschland verursacht hat. Ja, das ist eine Tatsache, die von der Bevölkerung gar nicht so wahrgenommen wird, dass Influenza-Epidemien doch mit einer nicht geringen Zahl an Toten einhergeht. Ein Phänomen, das muss man so konstatieren. 2017, 2018 gab es ja die letzte größere Influenza-Epidemie mit doch einer deutlich höheren Zahl an verstorbenen Patienten. Da wäre so einfach der Wunsch des Klinikers, einfach im Vorgriff auf die nächste Grippesaison sich doch impfen zu lassen. Und vor allem, wenn man einfach zu einer Risikogruppe gehört oder zu den über 60-Jährigen, dass man die Influenza-Impfung dann um die Pneumokokken-Impfung ergänzt. Wie impfmüde sind denn die Leute, was Influenza bisher anging? Na, die Impfrate liegt ja knapp über 20%. Vielleicht im medizinischen Bereich geht es in Richtung 30%. Das ist wirklich nicht sehr hoch. Und ob die Menschen, wenn es dann hier irgendwann mal, sicherlich übermorgen, einen Impfstoff gibt gegen Corona, ob sie dann impfbegeisterter sind? Das wäre zu hoffen, dass in dem Kontext irgendwie das Impfen generell wieder eine höhere Wertschätzung bekommt. Also ich denke, das Impfen ist grundsätzlich einer der größten Fortschritte der Medizin im letzten Jahrhundert. Das sollte man sich vielleicht bei der Gelegenheit einfach nur mal in Erinnerung rufen. Wie hoch ist eigentlich das Ansteckungsrisiko in Arztpraxen oder in Kliniken? Also aktuell würde ich das Ansteckungsrisiko in Kliniken für relativ gering halten. Ich möchte es in keinster Weise kleinreden, aber in der aktuellen Situation haben ja die Kliniken aufgrund von gesetzlichen Vorgaben oder aus eigener Initiative durch eine Vielzahl von Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wir haben ein generelles Besuchsverbot, dass halt auch über den Weg wenig Infektionen ins Haus getragen werden. Verdachtspatienten werden isoliert und auch wenn der Verdacht nur vage ist, werden die Patienten isoliert, die werden abgestrichen, bekommen eine Computertomographie. Es werden Mitarbeiter untersucht, nicht nur symptomatische Mitarbeiter, sondern auch zunehmend asymptomatische Mitarbeiter. Also wird es in unserem Haus gehandhabt, aber ich weiß, dass es in anderen Kliniken auch der Fall ist. Also die zum Beispiel in Kontakt haben mit vulnerablen Patienten, Tumorpatienten, werden die Mitarbeiter abgestrichen. Wir streichen seit dem 20. April alle Patienten ab, die als Notfall über unsere Klinik für Notfallmedizin ins Haus kommen.
Wir werden alle Patienten, alle stationären Patienten ab dem 4. Mai untersuchen, egal ob sie Symptome haben oder keine, um das Risiko zu minimieren, sowohl für die Patienten als auch für unsere Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter tragen den Mund-Nasenschutz, alle Patienten, die das Haus betreten, auch ambulante Patienten in unseren Sprechstunden bekommen Mund-Nasenschutz. Also ich glaube, das sind schon sehr wirksame Maßnahmen, mit denen man die Ausbreitung oder die unkontrollierten Infektionen im Krankenhaus zuverlässig oder sehr zuverlässig verhindern kann. Und wie sieht es beim Zahnarzt und beim Augenarzt aus? Gut, der Zahnarzt hat natürlich das Problem, dass im Rahmen seiner zahnärztlichen Behandlung ja einfach Aerosole entstehen können. Das ist eine schwierige Situation für die Zahnärzte bzw. für das Assistenzpersonal. Beim Augenarzt ist einfach halt das Problem des Phänomens, dass natürlich das Virus auch über die Bindehäute aufgenommen werden kann. Also da gibt es einfach Grenzen, an die man natürlich kommt, die im Rahmen einfach der Behandlung selber auftreten. Das muss man ehrlicherweise sagen. Kann auch durch Nahrungsmittel, wenn die von einem jemand zubereitet werden, der infektiös ist, kann auch das Virus durch Nahrungsmittel? Also nach meinem Kenntnisstand gibt es da keine dokumentierten Fälle. Es gibt Symptome, dass dieses Virus auch gastrointestinale Symptome verursachen kann, vor allem bei Kindern. Aber meines Wissens ist eine Übertragung über das Essen nicht beschrieben. Noch ein Thema zu den Masken. Sie tragen ja so eine einfache OP-Maske. Ja. Da gibt es ja noch die anderen. Ich habe so eine, so welche. Genau, das hängt davon ab, welchen Zweck Sie mit der Maske erfüllen möchten oder erfüllen wollen. Wenn der Zweck ist, dass der Maskenträger andere Menschen nicht ansteckt, dann genügt eine einfache Mund-Nasen-Maske. Ja? Eine chirurgische oder aus Textil. Wenn Sie als Mitarbeiter in der Klinik sich schützen möchten, dann müssen Sie eine höherwertige Maske tragen, eine FFP2-Maske. Damit der Tragekomfort für den Mitarbeiter größer wird, hat ihn Ausatemventil. Das bedeutet aber konkret, der Träger schützt sich vor Patienten. Wenn der Träger jetzt selber infiziert sein sollte, dann könnte er durch das Tragen einer FFP2-Maske mit Atemventil trotzdem ja, andere anstecken. Also man muss sich die Situation und den Zweck, den man mit der Maske erfüllen möchte, genau anschauen. Ist es korrekt, dass Patienten, die ein Asthma leiden, keine Masken tragen sollen während der Ausatmung? Diese Maske erhöht den Atemwegswiderstand, was für den Asthma-Patienten ja problematisch sein sollte. Aber auch da muss man eine Güterabwägung treffen, in welchem Kontext, in welcher Situation. Also bei einem gut eingestellten, kontrollierten Asthma ist das zeitlich befristete Tragen von einer Maske kein Problem. Wo soll man sich eigentlich hinwenden, wenn man den Verdacht hat, man könnte an dieser Infektion erkrankt sein? Gut, also es gibt immer noch, zumindest hier in Baden-Württemberg, aber nach meinem Kenntnisstand auch in den anderen Bundesländern, die sogenannten Fieberambulanzen, an die man sich wenden kann als Betroffener. Wenn Krankheitssymptome vorliegen, also mit Fieber und Husten, dann muss man sich in ärztliche Behandlung begeben. Und im Zweifelsfall wird es dann die Notaufnahme einer Klinik sein, in der dann der Abstrich, eine Blutgasanalyse erfolgen kann, eine Laborbestimmung erfolgen kann und dann die Computertomographie des Thorax der Lunge. Ich kenne auch jemanden, der jetzt keine Symptome hat und auch nicht irgendwie mit Risikopatienten zusammen war, kann der auch sich so einen Abstrich, so eine Untersuchung machen lassen? Also da gibt es auch eine Änderung von der Politik und das Land Baden-Württemberg möchte auch zunehmend asymptomatische Patienten untersuchen. Das macht vor dem Hintergrund natürlich Sinn, dass man lernen muss, dass asymptomatische Patienten ja infektiös sein können. Das heißt, die Ausscheidung des Virus schon einige Tage, zumindest ein, zwei Tage vor Ausbruch der Krankheit, vor dem Auftreten von den Symptomen vorhanden ist.
Und deswegen macht es Sinn, dass man auch asymptomatische Menschen untersucht. Das ist auch unsere Erfahrung, die wir hier mit Klinikmitarbeitern gemacht haben. Wir haben schon auch bei der Untersuchung von unseren Klinikmitarbeitern, ich sage schon Patienten, Mitarbeiter herausgefischt, salopp formuliert, die einen positiven Abstrich hatten, aber keinerlei Krankheitssymptome, keinerlei Krankheitsgefühl. Wie lange dauert es, bis der Abstrich untersucht ist und man ein Resultat hat? Also immer gut organisierte Labor, also in der Klinik, da hat man es natürlich einfacher. Also wenn man, wir erhalten das Ergebnis von dem Abstrich am Untersuchungstag. Also wenn wir unsere Patienten am Vormittag abstreichen, haben wir 4 bis 5 Stunden später unseren Untersuchungsbefund. Interessiert, wenn jemand beatmet wird, muss man ihn ja sedieren. Also ein künstliches Koma legen. Ja. Sonst würde er das nicht tolerieren. Richtig. Also man muss die Patienten sedieren. Da wird auch in großem Umfang intravenöse Gabe von Medikamenten, von Propofol, Dormicum, wird da benutzt. Ohne diese Sedierung gibt es da keine Toleranz. Ja. Das kann man auch über längere Zeit machen. Das kann man, muss man in dem Fall über längere Zeit machen. Weil die Beatmungsdauer, das ist ja unsere Erfahrung, 14 Tage, 3 Wochen Beatmung in Bauchlagerung, das ist doch eine sehr aufwendige Beatmung.